It's all about humanity. Ja, es ist nochmal abends, 25k kam war eingenommen, der Shop wurde automatisch wieder geschlossen, weil ich einen Internet-Kick hatte, super toll. 25k kam eingenommen, die geben wir natürlich noch im Fix aus. Ein Sunzi Kriegskunst für 1kk nehmen wir mit, ich schaue jetzt nochmal gemeinsam mit euch auf die zweite Seite. Guck mal hier, 1,5kk, nee, das lassen wir natürlich sein. Unser cooler Freund K-Tuck ist wieder hier, da gehen wir direkt wieder zu seinem Shop, der steht ja wahrscheinlich wieder hier an demselben Spot. Deswegen gehen wir da mal fleißig hin, was der Kollege hier wieder im Shop hat. Die Edelsteine haben wir nämlich gerade so wieder gefunden. Die kaufen wir erstmal raus, die 3 Stück. Und warum hat er die jetzt? Ich frage gar nicht erst. Ich glaube, er hat sich vertippt. Aber nehmen wir trotzdem mit. Hier die VW Cars. Ich weiß nicht, 450k. Die kauft eh kein Mensch. Deswegen lassen wir die mal drinne. Da ist jetzt nicht mehr wirklich was drinne. Dann haben wir mit dem Stück Edelstein schon das Beste rausgeholt, was er hatte. Ganz am Anfang hatten wir ja auch Spinneiersäcke gekauft gehabt. Jetzt kaufen wir nochmal 10 Stück, machen 10er Pack daraus und verkaufen die für 3,5k. Es gibt leider jetzt hier gerade nur 8 Stück. Ich bin jetzt hier auch zum Shop gegangen. Dadurch habe ich den auch gefunden gehabt. Da ist aber nichts mehr drinne. Und wir kaufen dann hier nochmal 2 Stück für 400k je, auch wenn das jetzt nicht wirklich Gewinn ist, sondern eher sogar Minus. Aber dennoch ein 10er-Pack ist mir lieber als ein 8er-Pack, so kriegt man die besser verkauft. Ich glaube auch, weil man die fürs Pad braucht oder sowas. Aber ist mir auch relativ egal, die stellen wir für 3,5k rein. Hier gönnen wir uns jetzt noch die Regenbogenfragmente, 10 Stück für 400k, das ist halt wieder lachhaft. Das ist unser DC Diver schon wieder, den haben wir am Anfang auch die weißen Fragmente günstig abgekauft. Und die grauen für 6k nehmen wir auch mit, die gehen auch für 8 bis 9k weg. Ansonsten verzauberte Klinge 3k ist Normalpreis, also ist nichts mehr Besonderes drinne. Ich habe jetzt eh nur noch 4 Plätze im Shop. Ich kaufe jetzt doch die VW Cars von ihm hier für 450k. Stell die Dinger einfach für 900k rein und dann verdoppeln wir das Ganze einfach. Ist schon okay. Nicht unbedingt das, was ich hier wollte, aber ich kaufe jetzt da einfach mal 4 Stück von ihm raus. Ja, den Shop habe ich dann wieder gestellt. Sieht jetzt, ist jetzt nichts Besonderes passiert oder sowas. Sunzi für 2k habe ich diesmal reingestellt. Die Stück Edelstein für 5k. Die Regenbogenfragmente für 2k. Die grauen für 9k. Und ich glaube, das war es eigentlich schon, was wir gekauft haben. Ach ja, und genau, die VW Cars habe ich jeweils für 900k reingestellt. Also nichts Besonderes. Und schauen wir mal, was wir verkaufen. Also damit bin ich zufrieden. Der Shop stand jetzt 1,5 Tage circa. Schön gemütlich hier rum. Wir haben richtig viel verkauft. Viele Steine sind weg und so weiter. Die HTKs plus 7, das HTA plus 7 und so weiter. Alles weggegangen. Wir haben 265k. Damit können wir super einkaufen. Fangen wir mal wieder klein an mit einem Valiozi Kriegskunstbuch für 500k an. Das geht halt mal wieder für 2k, denke ich mal, weg. Und er hat genau in dem Moment den Job geschlossen. Ja, läuft bei mir. Ja, Freunde, unsere erste Tat, die mit Won zu tun hat auf diesem Account. Wir haben hier Ebis mit 20 Bewegungsspeed, aber leider Gottes nur 4 Bonis, aber darum werden wir uns gleich schon kümmern. Aber erstmal wandeln wir hier schön 2 Won um und gönnen uns die Ebis plus 9 hier mit 20 Bewegungsspeed. Da sind sie auch schon in unserem Inventar, da werden wir jetzt gleich erstmal Segenskugeln draufhauen für 10k oder sowas, finden wir bestimmt jemanden. Bei den Jadearmband sehe ich mich aber komplett, ich suche mal kurz den Job, vielleicht hat der Typ noch mehr drinne. Den Shop haben wir gefunden, gucken wir jetzt gleich gemeinsam erstmal durch, aber erstmal das Jadermann kaufen, das ist besonders wichtig. Die verzauberten Rüstungsbücher nehmen wir auch nochmal hier mit für 400k Stück, ansonsten sehe ich jetzt nichts mehr Sinnvolles für uns hier drin. So, mir wurde dann eine Segenskugel hier draufgezogen auf den Ebis-Vizaner für 10k, das passt auf jeden Fall. Und damit sind die Ebis mit 5 Bonis auch fertig. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, dass ich mir die ganzen blauen Perlen hier mal kurz rauskaufe. Es sind 10 Stück exakt. Wenn ich rausgekauft habe, melde ich mich. Das dauert sonst zu lange. So, die 10 blaue Perlen haben wir dann gekauft gehabt für 10k. Unser bester Freund hat mal wieder VWKs. Die gönnen wir uns natürlich auch wieder, weil die für 1k ja alle weggegangen sind. Und die dafür 500k nehmen wir dann auch mit. Schwarzwindsoldat. Naja, egal, nehmen wir trotzdem mit. Sonst doch vielleicht irgendwie eine wilde ergebener VWK günstig am Start oder vielleicht Wildhund oder Babyspinne. Es sieht wieder schlecht aus, schade drum. Die sind derzeit relativ selten auf dem Markt zu finden. Leider, wirklich leider. Da sehe ich mich auf jeden Fall wieder. Ich werde jetzt hier alle Dämonen andenken. Plus noch rauskaufen für 800k. Ist halt alles der gleiche Typ. Ist der jetzt hier irgendwo in der Nähe? Dann gehe ich dahin. Nee, leider nicht. Dann kaufe ich hier mal kurz alles raus und dann zeige ich, wie viel ich rausgeholt habe. Wir nähern uns dem Schluss jetzt hier. Gleich ist unser Yang auch dann komplett aufgebraucht. 5 Plätze müssen wir noch belegen, das kriegen wir locker flockig. Hier sind halt auch nochmal 2 Packs für 888k. Die nehmen wir dennoch mit, weil wie gesagt, die gehen halt für mindestens 800k das Stück weg. Also verdoppeln wir das Yang. Wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit diesmal, aber das sollte eigentlich alles kein Problem sein. So, unser Shop ist dann wieder voll und ich würde sagen, wir stellen den dann jetzt wieder.
Unser wunderschöner Shop steht jetzt wieder. Dem Monat denken 1,6 KK diesmal drin. Die Ebis haben wir für 3 Won reingestellt. Das Yada am Band für 50 KK. Ja, Verzauberrüstung für 800 KK. Die blauen Pellen für 1,5 KK. Die VBKs wieder für 1 KK. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr gekauft gehabt. Genau das Freitier zu Kriegsgrund haben wir noch gekauft gehabt. Das ist noch für 1,5 KK drin. Jetzt haben wir wirklich aber alles durch. Wir haben 94 KK eingenommen. Ich bin nicht ganz so zufrieden. Also, es hätte deutlich mehr sein können. Aber nein, man kann ja nicht immer Glück haben und viel verkaufen. Die Ebis sind halt noch da. Wir haben ein Stack den Monat denken plus verkauft. Und ja, einige Vierersteine, beziehungsweise fast alle Vierersteine sind gekauft worden. Ansonsten, ja, wie gesagt, so lala, unser großes Investment war ja in die Ebis jetzt. Mal hoffen, dass die in den nächsten 2-3 Tagen weggehen. Ansonsten, 94 KK haben wir jetzt da, um die ausgeben zu können. Da das mit den Steinen immer so gut funktioniert hat, kaufen wir direkt nochmal ein paar, außer Todesstoß. Davon haben wir, glaube ich, fast alle noch da. Der liebe Kollege hier hat mal wieder ein paar plus Vierersteine im Shop drin. Die holen wir uns raus. Der war ja am Lager, das wissen wir ja noch. Und da laufen wir jetzt mal eben fix hin und gönnen uns die Steine. Welcher Shop war das? Der Hexe-Shop hier. Wunderbar. Was haben wir denn hier? 2x AW plus 4 haben wir hier drin. Und 2x Mob plus 4 nehmen wir beides mit. Die HTKs haben wir auch alle verkauft gekriegt. Dann nehmen wir die plus 7er hier auch wieder mit. Weil, wie gesagt, 9 KK gingen die ja alle weg. Wenn jemand HTKs ab, dann juckt ihn das nicht, ob die jetzt 8 KK oder 9 KK kosten. Deswegen nehmen wir die auf jeden Fall mit. In der Hoffnung, dass das wieder so gut funktioniert. Ansonsten hat da jetzt nicht wirklich was drin. HTOs möchte ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Oder mal schauen generell, was die gerade mal so kosten. Das können wir auch ganz kurz gemeinsam machen. Wieder ein Kriegsschutzbuch hier für 100 KK. Und was ist natürlich los? Der Laden wird vorbereitet. Ich liebe diese Baits. Bei den Preisen soll mir mal einer sagen, Map 1 Farben lohnt sich nicht. Also das ist ja schon fast krank. Alleine schon, überlegt euch immer, schmückt eine Haarnadel eine einzige 2 KK oder 1,5 KK. Und ja, man kann schon ordentlich gut Map 1 Farben, würde ich sagen, bei den Preisen. Wir gönnen uns hier jetzt die ganzen Ausweichens plus 4 noch. Das sind genau 10 Stück, die wir dann holen können. Für 3 KK, unsere gingen ja für 4,5 KK alle weg. Und so haben wir dann wieder einen schönen Shopfüller, würde ich sagen. Und damit ist das Young auch schon wieder weg. So, der letzte Stein. Und wir haben noch 2,7 KK über. Da finden wir nur was Kleines für. Und wenn es nur starke Körper-FBs sind, wieder für 150 KK. Wir nehmen die natürlich wieder mit. Die gehen halt auch wieder für 400 KK weg. Und dann machen wir mal wieder einen KK-Gewinn. Und somit haben wir den Shop wieder voll. Wie gesagt, Shopfüller sind, finde ich, meiner Meinung nach immer sehr, sehr wichtig. Deswegen nimmt auch was Kleines mit und jeder Kleinkram macht am Ende auch einen Großteil des Gewinns aus und hier sind das dann halt auch immer so circa ja, 250 KK und 4 Bücher sind dann so gesehen 1 KK schon wieder, die wir Gewinn machen. Naja, nichts Besonderes dann passiert mit dem Shop. Er steht auf jeden Fall wieder hier. Dämonendenken für 1,6 wieder drin. Die Ausweichen sind wieder für 4,5 KK. Die HTKs wieder für 9 KK. Die Toi für 4,5 und die Mob für 4,5. Starke Körper wieder für 400 KK und die Ebis für 3 von. Die lassen wir erstmal drin. Mal schauen, wie es da morgen aussieht oder eventuell, wenn die Ebis weggehen sollten und ich das sehen werde, werde ich natürlich den Shop schließen, weil dann werden wir die 3 von wieder ausgeben.